Moin, ihr Lieben. Euer lieber Rouge, der hat es geschafft. Kurz vor seinem Event, nämlich ab morgen, wollten wir ja schön den Adventskalender öffnen. Ja, bin ich krank geworden. Heute habe ich mich noch durch die Arbeit geschleppt, deswegen mache ich heute auch noch ein Video für euch. Und, naja, was soll ich sagen? Ja, mir geht's dreckig. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt zu streamen. Ich werde die nächsten Tage auch nicht arbeiten und kann genau deshalb auch nicht jeden Tag ein Türchen raushauen. Zumindest nicht über den, Stream. Wie eigentlich geplant, sollte ja jetzt im Dezember vom 1. bis zum 24. jeden Tag ein Türchen von mir verlost werden. Da gibt es alles Mögliche. In jeder sechsten Kiste ist ein Spawner drin und viele andere coole Preise. Aber das geht im Moment nicht. Ich zeige euch trotzdem mal kurz, was ich vorbereitet habe und wo das Ganze ist. Und zwar ist das hier das PH-Türchen. Da kommt ihr nicht drauf. Da findet die Übergabe von dem jeweiligen Paket statt. Und hier drüben, da haben mich ganz viele liebe Leute unterstützt. Ich mache mal kurz Fliegen an. So. Moment, hier stimmt doch was nicht. Hallo? Test, 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 Test. Doch, alles gut. Hier haben mich ganz viele Leute ganz fleißig unterstützt. Vielen Dank dafür. Insbesondere an Kilo Alpha, an Kreemind, an all die anderen, die Material rangebracht haben. Es waren so viele Leute, damit ich hier diesen Baum hochziehen kann für das Event. Und besonders auch an Rikuru und all die, die fleißig mitgebaut haben. Bush und auch all die anderen. LAP Hawking hat super viel mitgebaut. Ja, eigentlich wollte ich euch heute noch im Stream ein bisschen was mehr dazu erzählen. Und eigentlich wollte ich heute auch bekannt geben nochmal, dass, naja, noch eine Veränderung bei Voxel. Leider kriege ich das heute nicht hin mit dem Livestream. Und ich glaube, dann wäre meine Stimme endgültig komplett zerstört. Wenn ihr hier zu dem Baum kommen wollt, im Moment ist das noch, das Kürzel wird sich noch ändern, das sage ich euch dann in dem Stream, wenn es soweit ist. Daraus wird dann noch ein anderer Alias. Im Moment kommt ihr auf PH Voxel genau hier hin, also wenn ihr eingibt PH Voxel, dann landet ihr genau hier vor dem Baum. Und hier werde ich noch zwei, drei Geschenke drunter bauen, das wollte ich eigentlich heute Abend im Stream machen. Damit wir hier genau 24 Geschenke drunter haben. Und so wollte ich eigentlich im Stream auslosen. So, jetzt bin ich krank. Jetzt kann ich die nächsten Tage nicht streamen. Ich hoffe, dass ich nur wenige Tage krank bin und schnell wieder bei euch bin. Von daher die Frage, wie gehen wir jetzt vor? Einmal zur Entschädigung, dass wir jetzt eine Verzögerung reinbekommen, könnt ihr unter diesem Video kommentieren. Könnt ihr einmal reinschreiben, wie ihr die ganze Aktion findet. Und zudem könnt ihr da reinschreiben, Hashtag gute Besserung. Hashtag gute Besserung. Alles am Stück geschrieben. Einfach unten in die Kommentare rein. Und dann verlose ich in den Kommentaren, in dem ersten Livestream, den wir machen, eine Sonderkiste, losgelöst von den ganzen Eventkisten. Und am ersten Streamtag, an dem ich wieder fit bin, das heißt der erste Tag, an dem ich auch wieder arbeite und an dem ich auch abends einen Stream machen kann, werde ich alle Kisten verlosen, die bis dahin angelaufen sind. Das heißt, sollte ich in 3 Tagen wieder krank gesund sein und am 4. Tag wieder streamen, dann werde ich Kiste von Tag 1, 2, 3 und 4 dann verlosen. Wenn es jetzt 2 Wochen dauert, werde ich dann alle bis dahin abgelaufenen Tage verlosen und dann täglich weitermachen. Also mein Plan ist nach wie vor täglich zu verlosen. Ich hoffe, ihr versteht, dass das gerade nicht geht. Und von daher, wir ziehen die, die wir jetzt nicht verlosen können, in den nächsten Tagen auf jeden Fall nach. Plus die Sonderkiste jetzt mit Hashtag gute Besserung. Und ja, seid mir nicht böse, aber ich muss jetzt auch schon wieder Schluss machen. Fühle mich echt nicht gut. Deswegen auch heute Abend leider kein Livestream. Und ich würde mich echt über ein paar Däumchen freuen, die mir helfen, wieder gesund zu werden, und über ein paar nette Kommentare. Ja, gibt eine Kisten, eine Überraschungskiste. Ja, das war's eigentlich schon. Dann bis dann und sorry dafür. Ich bin echt ein bisschen traurig, weil hier ist die letzten Tage echt viel Arbeit reingeflossen und viel Zeit reingeflossen. Und
Ich kann aber nicht mich krank melden und abends streamen. Außerdem fühle ich mich halt wirklich nicht nach Stream. Geht einfach nicht. Von daher, gehabt euch wohl, bleibt vor allen Dingen gesund und freue mich, wenn ich wieder fit bin, mit euch die Türchen aufzumachen. Bis dann, euer Rouge.